Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal in einem Smart 4.2 die Funktion eines Limiter-Systems durchgehen. Wir sitzen im Fahrzeug und bewegen uns bereits. Ausgezeichnet, so muss es sein. Ne? So, es soll heute um den Limiter gehen. Der Limiter heißt, wir limitieren die voreingestellte Geschwindigkeit. Das heißt, hier gerade fahren wir in einer 30er-Zone. Um den Limiter zu aktivieren, haben wir an der linken Seite unseres Lenkrads einen Hebel oder eher gesagt einen Knopf, der unten mit dem Limiter versetzt ist und oben mit der Geschwindigkeitsregelanlage. Das heißt, um den Limiter einzuschalten, werden wir ihn erstmal nach unten umlegen. Um jetzt eine Geschwindigkeit abzuspeichern, drücken wir den Set-Button. Das heißt, wenn wir jetzt die definierte Geschwindigkeit, die wir haben, wie zum Beispiel jetzt die 30er-Zone, sprich 31, 32 km/h fahren, können wir auf den Set-Button drücken. Jetzt sehen wir im Display, dass dort 32 km/h eingesetzt ist. Ja gut, wir wollen jetzt aber vielleicht ein bisschen schneller fahren. Das heißt, wir können jetzt mit dem Set Plus oder mit dem Minus-Button das nach oben oder nach unten verändern. Und jetzt egal, wie tief wir draufdrücken aufs Gaspedal, wir werden nicht die voreingestellte Geschwindigkeit überschreiten. Das heißt, limitiert sind wir jetzt auf die Geschwindigkeit, die wir eingestellt haben im Limiter. Ergo haben wir jetzt gerade 33. Wenn wir jetzt eine 70er-Zone haben, können wir das natürlich auch durch nach oben stellen, in gedrückt halten, in 10er-Schritten vollziehen oder in Einzelschritten dann mit der Taste selber definieren. Natürlich müssen wir zwischendurch immer wieder die Kupplung treten und den Gangwechsel durchziehen. Und wir kommen aber nicht mehr über das voreingestellte LEM, Limit der Geschwindigkeit. In dem Fall habe ich jetzt 70 eingedrückt. Ihr seht, ich kann drücken aufs Gaspedal, wie ich möchte. Es passiert nichts. Wenn jetzt aber vorne zum Beispiel ein Hindernis ist, welches wir überholen wollen und welches, wie zum Beispiel ein Traktor, der sehr langsam fährt, ist und wir wollen ihn aber überholen, das heißt, wir müssen ein wenig über das Limitierte sein, sprich, wir wollen das temporär aufhalten, dann machen wir einen Kickdown. Das heißt, wir drücken über den Punkt weg und es fängt an zu piepen und wir können dann beschleunigen über den limitierten Bereich über. Das ist eher sinnvoll, um Überholvorgänge stattfinden zu lassen. Danach heißt es wieder, wenn wir wieder das Gaspedal loslassen, ist die Limitierung der Geschwindigkeit immer noch eingestellt und kann wieder als Limitierung verwendet werden. Wenn wir uns dann die Bremse zuleiten oder die Kupplung treten, ändert sich nichts. Die Limitierung bleibt gespeichert im System, solange wir das Fahrzeug bewegen, solange es an ist. Sobald wir ausschalten würden, wäre der Wert, sprich bei uns jetzt die 70 km/h, gelöscht und wir müssten am nächsten Mal das wieder neu einprogrammieren. Wir können auch während der Fahrt dort nämlich dann die Programmierung verändern, indem wir es nach unten wegsetzen oder nach oben. Achtet immer auf die Straßenverkehrsordnung, dass ihr nicht zu schnell werdet. Aber dafür ist ja dieser Limiter da, dass er euch limitiert auf die Geschwindigkeit, die gerade anliegt. Und diese Geschwindigkeit bei uns ist jetzt gerade 70 km/h. Das ist natürlich nur beispielhaft. Und wenn ich diese halten will, dann hält das System auch diese. Also damit könnt ihr, wenn ihr das Straßenverkehr im Auge behaltet, sprich die gerade aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung also darauf achtet, könnt ihr so eigentlich immer straßenverkehrstechnisch korrekt unterwegs sein. Wenn wir diesen Limiter dann wieder deaktivieren wollen, können wir auf die Schaltung gehen. Das heißt, wir canceln das. Linke Seite Cancel Button. Dann verschwindet der Wert aus unserem System. Sprich, es wird gelöscht. Der Limiter selber ist aber immer noch aktiv. Aber er wird gerade nicht genutzt. Um den Limiter dann wieder zu verwenden, müssen wir das oder die Geschwindigkeit wieder einstellen, die wir wollen. Der Limiter kann ab 30 km/h
gebucht werden. Das heißt, wir setten und sehen dann, ab jetzt sind 32 eingespeichert oder 30, ab da geht es nämlich los. Und dann können wir uns selber mit einem langen Druck in 10er Schritten nach oben bewegen, mit einem kurzen Druck in 1 km/h Schritten nach oben bewegen. Und der Limiter selber kann die Geschwindigkeit bis zur Höchstgeschwindigkeit oder drüber hinaus besetzen. Das heißt, der Limiter ist bis auf 156 km/h ausgelegt. Auch wenn die Karre selber wahrscheinlich nicht so schnell werden kann, ist er trotzdem darauf programmiert. Um den Limiter komplett zu deaktivieren, machen wir entweder die Zündung aus, dann ist der Wert auch wieder nicht mehr gespeichert, oder wir drücken den Knopf des Geschwindigkeitsregelanlagensystems auf 0, ne, also als off. Damit ist das komplette System, sprich der Limiter, aber auch die Geschwindigkeitsregelanlage deaktiviert. Ihr seht also, beim Limiterfahren ist sinnvoll, wenn ihr straßenverkehrstechnisch die richtige Geschwindigkeit immer einhalten wollt und kein Knöllchen bekommen sollt, beziehungsweise dort nicht zu schnell unterwegs sein wollt. Aber es ist immer wichtig, dass ihr selber schaut, dass ihr es richtig programmiert. Nochmal zusammengefahren, Limiter einschalten, Limiter Set. Wenn ihr auf Set drückt, bevor ihr losfahrt, könnt ihr den nämlich auch schon vorprogrammieren. Dann geht er nämlich ab 30 los und wir können den einstellen auf die Geschwindigkeit, die wir gerne hätten. Und dann können wir darauf beschleunigen, in einem ganz normalen Beschleunigungsrhythmus, bis der vordefinierte Wert erreicht ist. Und er wird dann nicht überschritten. Wenn er überschritten werden soll, drücken wir die Gaspedal so tief da down, bis ihr einen Widerstand führt, und darüber könnt ihr wegdrücken und dann ist er temporär deaktiviert und kann zum Überholvorgang oder zum Reagieren benutzt werden. Um ihn auszumachen, entweder die Cancel-Taste benutzen bzw. komplett aus, wird der Limiter in die Off-Position gebracht. So nutzten wir den Limiter in unserem Smartie. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sönsön!